Aber jetzt zu Mexiko, Leute. Ja. Acapulco, ein Klang. Voller Name. Vor allem für Amerikaner gehörte der Ort seit den 50er Jahren zu den liebsten Urlaubszielen. Acapulco steht für Partys, Palmen und die wunderschöne Pazifikküste. Doch seit vielen Jahren schon ruiniert die Kriminalität das schöne Image der Stadt. Die Mordrate zählt zu den höchsten weltweit. So wie hier ist die organisierte Kriminalität in ganz Mexiko eines der großen Themen im Wahlkampf. Morgen finden gleichzeitig Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen statt. Und schon jetzt steht wohl fest, dass zum ersten Mal eine Frau an der Spitze Mexikos stehen wird. Schon wieder ein grausiger Fund, den Carlos Carvajal fotografieren muss. Hier nahe Acapulcos zentralem Markt haben sie eine Leiche gefunden, zerstückelt. 13 Jahre schon arbeitet Carlos für die Lokalzeitung. Aber so extrem, sagt er, war die Gewalt noch nie. Das ist der zweite Tatort, den ich heute fotografiere. So geht das seit Tagen. Acapulco im Bundesstaat Guerrero, einst legendärer Badeort, nun teils No-Go-Zone. Abseits der Vergnügungsmeile kämpfen Drogenkartelle um Einfluss und Schmuggelrouten. Wo Touristen sind, werden auch Drogen konsumiert. Carlos hält die Folgen fest. Kürzlich 10 Tote, kurz darauf weitere 5 nach einer Schießerei. Gangster ermorden sich gegenseitig oder töten Geschäftsleute, die das Schutzgeld nicht zahlen. Und jetzt wollen die Kriminellen offenbar die Wahl beeinflussen. Einige denken, dass die Kriminellen die Menschen einschüchtern wollen, damit die nicht wählen gehen. Außerdem entstehen hier oft neue kriminelle Banden, die ihre Macht demonstrieren. Und die Banden wollen dann auch mit den neu gewählten Politikern verhandeln. Oder sie bringen Bürgermeisterkandidaten um. Wie vorgestern, eine Stunde von Acapulco entfernt. Der Kandidat, einer von mehr als 30 ermordeten Politikern. Gewalt, Korruption. Mehr als 30 ermordete Politiker jetzt während dieser einen Wahl, oder was? Das wäre mega krass. Könnte ich mir eigentlich schon vorstellen. Das ist halt, weil die das jetzt nicht klar gesagt haben, ne? Ja, ich glaube jetzt nicht irgendwie. Also 30 ermordete Politiker, vielleicht in einem Jahr. Ja, ja. Seit Anfang des Jahres. Das kann schon sein. Das ist so oder so trotzdem sehr viel. Ja. Organisiertes Verbrechen, ein schweres Erbe, das sie antreten will. Claudia Scheinbaum, Präsidentschaftskandidatin der linken Regierungspartei Morena. Abschlusskundgebung in Mexiko-Stadt. Morena ist beliebt, weil die Partei mit Sozialprogrammen Millionen Arme unterstützt. Scheinbaum gilt als Favoritin. Los programas sociales. Die Gewalt scheint hier weit weg, denn die meisten Morde werden in anderen Regionen Mexikos verübt. Dort aber hat der amtierende Präsident López Obrador das Problem nicht in den Griff bekommen. Sein Plan, mit der Armut auch die Kriminalität zu bekämpfen, ist nicht aufgegangen. Scheinbaums Widersacherin Xochitl Gálvez kritisiert, die Regierung habe die Kartelle gewähren lassen. Doch die konservativen Oppositionsparteien, die hinter Gálvez stehen, gelten selbst als vernetzt mit dem organisierten Verbrechen. Auch interessant, ne, dass es bei beiden Lagern auch eine Frau als Hauptkandidatin ist. Mhm. Und die Linke hat ja auch gewonnen, also tatsächlich die linke Kandidatin. Die Scheinbaum. Genau. Also wieder mal dann in einem anderen Land jetzt auch mal ein Linksrutsch, was halt jetzt die parlamentarische Ebene angeht. Ja, interessant, weil tatsächlich habe ich die Wahl gar nicht mitverfolgt, was jetzt abgelaufen ist. Nee, das kam jetzt auch raus. Ich meine, die haben es ja auch gesagt in dem Beitrag, dass es sehr wahrscheinlich ist von den Umfragen her. Aber wie ich es jetzt gesehen habe, wurde ja auch schon bestätigt. Von der bisherigen Auszählung. Eine Partei, sagen Experten, sei komplett sauber. Es ist immer Teil der Politik in Mexiko gewesen, schon seit Dekaden. Die organisierte Kriminalität und kriminelle Elemente stecken auch in Morena mit drin, weil die einfach in allen Institutionen mit drin stecken. Und gerade auf lokaler Ebene sieht man das eben am offensten, dass einfach die Überschneidungen so stark sind, dass es keine Trennlinie mehr gibt zwischen Staat und Kriminalität. Und doch, etwas wird sich ändern. Zum ersten Mal wird eine Frau regieren. Zurück in Guerrero treffen wir Feministinnen, die gegen Machismus kämpfen, gegen die grassierende Gewalt.
11 Frauen werden täglich in Mexiko ermordet. Da weckt eine Präsidentin zwar Hoffnungen, aber Illusionen machen sie sich keine. Wenn man realistisch ist, wird das wohl eher eine symbolische Sache werden. Bisher hat leider keine im Wahlkampf wirklich über Feminismus gesprochen, über Abtreibung und Gewalt. Ja, auf jeden Fall schon mal hoffnungsvolle Aussagen, weil natürlich immer die Angst mitschwingt, dass wenn dann so eine Linke, gerade auch dann halt eine Frau, wo das dann auch so als historisches Ereignis eben aufgebaut wird, okay, jetzt verändert sich halt hier irgendwie alles und so, dann ja, hat man natürlich auch direkt Angst, dass das halt diese Bewegungen, die ja in Mexiko sehr stark sind und in Lateinamerika generell ist ja der feministische Bewegung riesig, gigantisch im Vergleich auch zu unseren Bewegungen hier, unglaublich kämpferisch, unglaublich prägend für den Feminismus weltweit und sehr, sehr beeindruckend auch aus unserer hiesigen Perspektive. Und ja, Endcom, wie du es auch schreibst, ich meine auch mit gutem Grund, dass da auch die Zustände noch mal abgefuckter sind, als wir sie hier haben, nochmal deutlich. Und ja, vor allem von daher schon mal schön, dass zumindest die Vertreterinnen da das recht klar sehen. In Acapulco muss Fotograf Carlos zum nächsten Tatort. Wieder ein Toter. Solange Kartelle mit schnellem Geld locken, sagt er, solange Alternativen fehlen, solange werde auch die Gewalt hier weitergehen. Ja, ich glaube, ja, eben Ebola, wie du sagst, das muss man ja auch einfach immer an den Zuständen messen. Aber gleichzeitig finde ich es trotzdem auch da interessant, weil man könnte ja jetzt auch sagen, von dem, was den Leuten da entgegengeht, ist es ja eigentlich gar nicht mal so anders von dem Gewaltniveau, wie es auch in anderen Staaten mit einem sehr reaktionären Geschlechterverhältnis ist, wie beispielsweise jetzt in Afghanistan oder im Irak. Aber dafür ist es natürlich sehr beeindruckend, was für immense feministische Mobilisierung es gibt und was auch teilweise für wirklich beachtliche Organisationen dort aufgebaut wurden, obwohl es halt so eine massive Gewalt ja sowohl von staatlicher Seite, aber vor allem eben auch von organisierter Kriminalität gegen soziale Bewegungen gibt. Weil das muss man ja auch sagen, wenn man wirklich von radikalen Linken in Mexiko spricht, dann ist es auch nicht selten so, dass die Leute eben Gewalt durch organisierte Kriminalität erfahren oder umgebracht werden. Ja, dank dir, Rotan, ich ist schon 6 Monate, echt stabil. Ich muss, glaube ich, mal einen, ein Video für bei 6 Monaten kommt irgendwie nichts. Muss ich mal neues Video einfügen. Nichts angezeigt. Ja. Ist nicht mitgerechnet. Das Leute so lange unterstützen, ja. Ja, auf jeden Fall generell sehr, sehr interessant. Finde ich in Lateinamerika generell mit dieser dann doch noch immer sehr starken radikalen Linken, die es halt noch gibt. Und den starken sozialen Bewegungen bei gleichzeitig halt diesen absolut miserablen sozialen Bedingungen, denen die Massen dort ausgerichtet sind. Und auch sehr interessantes Ereignis trotzdem. Also auch wenn man da sich nicht viel Hoffnung machen muss, ist es ja toll, das ist ja sehr interessant. Ist es sehr interessant, dass jetzt einfach auch da tatsächlich mal eine Frau in der Macht ist und dass halt jetzt wieder diesen Linksrutsch gibt, was das jetzt halt für Folgen haben wird. Und im besten Fall lassen sich dann halt diese Basisbewegung davon eben nicht einlullen und es gibt dann halt zumindest ein bisschen bessere Ausgangsbedingungen für die, aber meistens läuft es ja leider anders. Ja, ich glaube, man darf das nicht ganz so sehen wie aus einer westeuropäischen Perspektive oder generell eigentlich einer europäischen Perspektive, weil warum es ja beispielsweise auch so viel Basisbewegung in einem Land wie Mexiko gibt und auch in Lateinamerika darüber hinaus, liegt natürlich auch, weil der Staat überhaupt nicht auf dem Level durchregieren kann wie bei uns. Und deswegen ist es auch so, dass die Lücken gar nicht so stark jetzt irgendwie von großen Reformprogrammen gefüllt werden oder von einem Gefühl von, ach, dann lasse ich es einfach. Weil wenn man sagt, ach, dann lasse ich es einfach, dann sieht es auf einmal recht düster irgendwo in der Provinz aus oder in abgehängten Stadtvierteln. Deswegen muss man sich da, glaube ich, auch von so einer Demobilisierung, das Phänomen gibt es dort natürlich auch, aber ich glaube, man darf das nicht
in dem gleichen Maß sehen, wie es bei uns vielleicht der Fall ist, wo dann auch natürlich jetzt auch nicht die Reform irgendwie dann unbedingt immer überall ankommen, aber wo man vielmehr das Gefühl hat, von hier wird durchregiert, von oben bis unten in jedem Bereich des Lebens, und da würden dann eigentlich die ganzen Reformen und die großen Umstürze, die dann versprochen werden, auch tatsächlich ankommen. Ich glaube, da ist einfach diese Illusion nicht so stark. Genau, eigentlich wie Roter Anarchist auch sagt. Denen ist halt bewusst, dass sie nicht so auf die Regierung zählen können. Wo ich auch gespannt bin, was jetzt nun im Beitrag ja so ein bisschen angeschnitten wurde mit der ganzen Thematik, ist natürlich auch die Frage, wie sich, also was ich ganz spannend finde, ist die Frage, wie sich vielleicht auch jetzt im Hinblick auf die Situation in El Salvador auch nochmal so diese Herangehensweisen von Regierung ändern, weil das war ja auch was wir so ein bisschen verfolgt haben, ne, mit dem coolsten Diktator der Welt in El Salvador. Und der ja eine sehr starke Repressionspolitik gegen die Gangs vor Ort durchgeführt hat. Und ob eigentlich so ein richtig hartes diktatorisches Durchgreifen vielleicht auch für andere Staaten, gerade eben vor allem ne, die Mittelamerikas, aber auch jetzt Mexiko, interessant sein könnte, die eben so stark von organisierter Kriminalität geplagt sind. Ja, generell diese Frage der organisierten Kriminalität können wir auch hier nochmal ein bisschen besprechen, weil einmal ist ja jetzt interessant, genau, was wird jetzt passieren, also wenn halt so eine neue, ganz neue Regierung an die Macht kommt, vielleicht auch eine neue Kraft, die bisher halt eben nicht an der Macht war, dann ist ja die Möglichkeit zumindest zu geben, dass es halt so einen klareren Konfrontationskurs mit der Mafia gibt, weil die muss ja dann so oder so auch erstmal wahrscheinlich, wird sie natürlich auch in gewissen Formen jetzt schon gemacht haben, auch während der Wahl, weil das sich auch abgezeichnet hat, dass die an die Macht kommen und so. Aber trotzdem kann es da ja durchaus dann zu größeren Konfrontationen kommen und dann auch vielleicht zu einer Zunahme von Gewalt und Auseinandersetzung kommen für den Fall, dass es da ernsthaft gegen vorgegangen wird. Mhm. Weil das kommt, ist ja immer dann so, ne? Wenn das dann wirklich probiert aufzubrechen, dann gibt es erstmal so eine Zunahme von so gewalttätigen Zuständen. Auf der anderen Seite finde ich es halt generell interessant, und das stieß vielleicht auch an das an, was Encom fragt, mit den Selbstverteidigungsstrukturen, dann, ich denke mal, auch speziell jetzt gegen organisierte Kriminalität, was für ein Verhältnis man dazu halt haben sollte und auch Gedanken generell dazu zu machen, weil das ist ja auch ein Thema, was in der Linken halt sehr wenig behandelt wird, was wir auch noch zu echt geringen Teilen behandelt haben bisher im Podcast, finde ich. Also wo man auf jeden Fall noch mal mehr zu kommen kann und kommen sollte auch, weil es sehr oft unterschätzt wird. Wir wollten, glaube ich, mal eine Folge noch extra zu organisierter Kriminalität. Wir wollten, glaube ich, noch mal irgendwann eine extra Folge zu organisierter Kriminalität machen, weil wir haben ja diese Doppelfolge mal zu Kriminalität und Gefängnis gemacht, und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Ja, genau. Und da würde ich halt auch sagen, wenn man sich das anguckt, dann es ist ja im Prinzip halt wie ein parastaatliches Gebilde, was dort existiert, nur dass es halt dabei überhaupt keine gesetzlichen Rahmen mehr gibt. Ich meine, es ist klar, dass in einem Staat wie Mexiko jetzt auch so rechtsstaatliche Prinzipien und Maßgaben halt nicht jetzt auch die gleichen sind, wie das jetzt in Deutschland der Fall ist. Aber trotzdem kann man da halt dann sehr gut sehen, was halt dann passiert, wenn sich halt organisierte kriminelle Strukturen durchsetzen. Die sind halt einfach für die Massen, für die Interessen der Massen eine absolute Vollkatastrophe und bedeutet in der Regel oftmals noch eine viel ungehemmtere Gewalt, die sich dort ausbreitet, und eine ungehemmtere Verelendung, als wenn es halt eben dann als in Anführungsstrichen nur einen kriminellen Staat gibt. Ja, man muss das ja vielleicht eine kleine Analyse davon vorwegzuschicken. Man muss das ja eigentlich so verstehen, als wären diese Kartelle sind ja im Endeffekt Konzernstrukturen, Unternehmensstrukturen, die aber ihre Konkurrenz und auch den Schutz ihrer Eigeninteressen gänzlich über eben eine eigene Organisation von Gewalt bereitstellen müssen. Und genau deswegen ist man ja da auch in so einer extrem misslichen Lage. Natürlich gibt es auch gleichzeitig noch das
Konkurrenzverhältnis, was zum Staat besteht, weil man einfach illegale Dinge auf einer organisierten Ebene macht. Aber der Hauptgrund für die Gewalt ist natürlich die Konkurrenz unter den unterschiedlichen Strukturen. Und das ist ja auch das, was in Mexiko eben so besonders stark ist, weil wird jetzt ein Kartell ganz Mexiko kontrollieren, dann wird es ja gar nicht in einem ähnlichen Maßstab diese starke Gewalt geben. Weil die werden eben in der Monopolstellung, da wird schon mal ganz viel Gewaltbedürfnis eben wegfallen darüber, dass eben keine Konkurrenten da sind, gegen die man die eigenen Sachen verteidigen muss und die man möglicherweise dann auch mit Gewalt ausschalten muss, wenn man auf einen anderen Markt beispielsweise expandieren möchte. Und das ist ja das große Problem in Mexiko. Man findet ja diese ganzen Karten online, wo du halt wirklich sehen kannst. Natürlich ist das alles dann immer die Frage, ob diese Grenzen jetzt genau in dem Maßstab bestehen, weil das nicht so einfach ist, wie zu sagen, wir fragen jetzt mal den Staat, sag mal genau, wo stehen jetzt deine Grenzsteine da. Aber man sieht das ja, das ist ein Land, was komplett zerstückelt und aufgeteilt von Kartellen und auch kleineren organisiert kriminellen Strukturen ist, die alle eigentlich ihr Stück vom Kuchen haben wollen. Das ist halt ein verdammt lukrativer Kuchen. Und da will ich vielleicht auch zwei Sachen noch aufgreifen. Einmal, was Encom du sagst, dass es ja auch so ist, dass in Mexiko man tatsächlich sagen muss, dass sich im Gegensatz zu vielen anderen Ländern oder Regionen auf der Welt, wo es vielleicht einen gewissen Anteil dazu hat, ist wirklich ja, wie man das vielleicht aus Süditalien oder so kennt oder auch aus Südalbanien, dass es wirklich so ist, dass organisierte Kriminalität ein fester Teil der lokalen Kultur wird und auch ein akzeptierter Teil der Kultur. Ich glaube, ich hatte in der True Crime Folge mal auch über die Narco Corridos gesprochen, die Narco-Balladen. Das finde ich, ist da ein ganz nettes Beispiel eigentlich. Und das ist halt auch die Sache, wenn sich das so verfestigt und das akzeptierter Teil einfach von, das ist eben die Art und Weise, wie wir vielleicht auch immer noch natürlich auf eine verruchte Sache Ökonomie machen, dann ist das halt einfach komplett konträr zu all dem, was wir uns für einen gesellschaftlichen Entwurf eigentlich wünschen. Ja, und natürlich, das habt ihr auch ja betont, ist es halt eine Sache, die durch die materiellen Verhältnisse einfach so entsteht. In einem armen Land, wo die Leute halt irgendwie sich über Wasser halten wollen und dann halt da das ja teilweise auch schnelle Geld oder etwas bessere Geld als über andere Wege halt machen können und das halt ein etablierter Weg ist, der halt wirklich sehr präsent ist im Alltag, wo du halt überall Anknüpfungspunkte auch daran findest, da ist der Weg natürlich kurz. Und wenn man dann überlegt, was das halt für eine Herausforderung für eine Linke ist, die nicht nur mit dieser alltäglichen Gewalt von diesen Clans und Banden und so weiter halt betroffen ist, sondern ja auch im Konkurrenzverhältnis dazu steht halt, dass halt dann die Leute ökonomisch einfach dahin gehen und sich dem anschließen und Leute, die jetzt halt in irgendwelchen Bandenstrukturen aktiv sind und da unterwegs sind, sind ja größtenteils jetzt eher nicht mehr erreichbar dann erstmal für eine Linke, sondern stehen halt in einem reaktionären, konträren Verhältnis dazu, selbst wenn man halt nicht in einem aktiven Kampf mit denen allen halt steht. Ja, weil es ist ja wohl offensichtlich, dass keine Arbeitskämpfe und Reformkämpfe innerhalb von Kartellstrukturen geführt werden würden. Weil das muss man ja auch nochmal sagen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, es sind Konzerne und Unternehmen mit einer noch deutlich strengeren Hierarchie intern und vor allem ein Aufrechterhalten dieser Hierarchie über ein deutlich höheres Gewaltniveau als das in den meisten anderen Unternehmen üblich ist. Wobei man das nicht eins zu eins sagen kann. Also mir sind auf jeden Fall Arbeitskämpfe von der FAU in Deutschland bekannt, die in ja so Milieustrukturen in so von so organisierter Kriminalität nahen Lokalitäten stattgefunden haben, die halt erfolgreich waren tatsächlich. Ja, also das, es gibt einen gewissen Spielraum in sowas. Strukturen, aber ich sag nur, es gibt einen gewissen Spielraum, aber natürlich sind die Ausgangsbedingungen erheblich verschlechtert. Genau das, was ich ja eigentlich nur meine, ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass jetzt die Prospects von den Hells Angels sich an die FAU wenden werden, weil sie irgendwie so schlecht damit klarkommen, dass sie jetzt immer die ganzen Drogenläufe machen müssen und sonntags das Klo putzen. Ja. Das ist eher unwahrscheinlich. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass wenn es so eine starke mafiöse Struktur im Land gibt, dann sind natürlich auch die Polizeistrukturen
sie sind ja eh in Teilen halt organisierte, ja, die organisierte Gewalt, die halt auch oft halt sehr, sehr kriminell vorgeht. Und in den Staaten, wo es dann halt so starke Clan-Strukturen wie dort gibt, ja, da sind die halt einfach nur eine weitere Bande von vielen in der Regel. Da sind dann ja auch nicht nur in sehr begrenzter Form halt wirklich integere Kämpfer gegen diese Korruption und gegen diese Kriminalität, sondern sind halt selber darin in irgendeiner Form dann in der Regel verstrickt. Ja, das macht ja auch einfach nur total Sinn, weil sie halt auch darauf angewiesen sind, mit den staatlichen Strukturen an manchen Stellen zusammenzuarbeiten, gerade um eben auch den Schmuggel beispielsweise bereitzustellen. Und da das vielleicht noch dazu, was Roter Anarchist geschrieben hat, mit der Regulierung des Kokainhandels. Und ich glaube auch, dass gerade eben mit dieser besonderen geografischen Situation von Lateinamerika und natürlich Mittelamerika und Mexiko dann als eben auch Durchfahrpunkt eben zu den USA und Kanada, dass das einen riesigen Einfluss hätte, Regulierung des Kokainhandels, weil das ja auch Kokain eben diese besondere Droge ist, die so stark den lokalen Drogenmarkt auf dem Kontinent ausmacht. Und die USA ja auch der weltweit größte Kokainkonsument sind und auch die höchste Rate an Kokainkonsumenten unter der Bevölkerung hat. Aber erstens ist es sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, auch wenn es schön wäre und auch wenn es logisch wäre und auch wenn man sagen kann, man hat ja sogar in Südamerika Verbündete in der Regierung von Staaten, die sagen, wir wollen hier einen legalisierten Coca-Anbau. Wir wollen nicht, dass das kriminalisiert wird, weil es einfach Teil von unserer lokalen Ökonomie ist und auch Teil von unserer lokalen Kultur. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es immer, also dass die Kartelle so ein wirklich inzwischen auf alles eigentlich im Drogenmarkt einwirken, dass es wirklich nicht mehr nur um den Kokainhandel geht. Also beispielsweise die Opioidkrise in den Vereinigten Staaten. Natürlich wurde da auch, ging es da primär eben um verschreibungspflichtige Medikamente und natürlich wird immer noch viel auch von Apotheken irgendwie illegalerweise dann verteilt, teilweise legal verschrieben. Aber wie viel die alleine jetzt schon an den Opioiden gewinnen. Es gibt ganz viele Kartelle, die eine Monopolstellung auf dem US-amerikanischen Markt beim Fentanyl und auch beim Trankhandel haben, die dann lokale schwarze, weiße oder Latino-Gangs dafür bezahlen, dass die Leute, die vor Ort eigenes Fentanyl oder Trank herstellen, umbringen lassen, weil sie eben den Schmuggel weiterhin bereitstellen wollen. Und das ist halt auch die Sache. Das ist wirklich nicht mehr nur ein Ding, wo es um den Kokainhandel geht. Der ist unfassbar wichtig dafür. Aber ich glaube auch, dass mit dieser Geldmenge, über die diese Leute verfügen und dieser riesigen, wie du es ja auch gesagt hast, parastaatlichen Struktur, die wirklich andere Märkte für sich erschließen würden, wenn man überhaupt erstmal zu den Reformen für eine bestimmte Droge kommen würde. Und das soll nicht heißen, dass es nicht trotzdem natürlich eine gute Reform wäre. Ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es hier mal ein historisches Beispiel für, wo dann halt eine linke Regierung halt dagegen vernünftig vorgeht, gegen diese organisierte Kriminalität und da halt bessere Ausgangslagen schafft und dann halt auch eine soziale Bewegung auf der Straße das halt nutzen kann und ja, neue Freiräume gewinnt, um dann auch halt Alternativen zur organisierten Kriminalität besser aufbauen zu können. Das wäre ja das Schönste, was jetzt gerade in der Situation passieren könnte. Ja, und das vielleicht muss man auch noch dazu sagen, das geht auch tatsächlich, auch so schade es ist, das dann auch aus einer anarchistischen Perspektive so sagen zu müssen, das funktioniert halt nur auf der einen Seite sowohl eben mit den sozialen Reformen, aber auf der anderen Seite eben, in dem Fall jetzt, wenn du von der linken Regierung sprichst, eben über die rechtsstaatliche gewaltsame Zerschlagung dieser Banden. Ja, oder es wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass es halt eine wo es ja auch schon angeklungen ist, eine Selbstverteidigung aus der Basisbewegung, aus den Linken heraus gibt. Also es wäre ja auch möglich, dass halt militärisch oder militant halt... Militärisch, wie auch immer. Ja, es ist halt natürlich eine schwierige Situation, weil es wahrscheinlich eher zu einem Bürgerkrieg kommen würde. Ja. Was bei einem staatlichen Eingriff aber auch genauso der Fall ist. Das ist aber einfach eine Realität, die werden wir sicherlich, wenn wir nochmal gesondert über organisierte Kriminalität sprechen, ja auch ein Stück weit drin ist. Also du kannst halt organisierte Kriminalität, denke ich, auch nicht ohne eine Form von sehr massiver Gewalt auch
aus einer sozialen Bewegungsperspektive, revolutionären Perspektive bekämpfen. Das ist, denke ich, nicht komplett möglich.